Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir. Und zwar geht es dieses Mal um SASS und SCSS. SASS steht für Syntactically Awesome Style Sheets und wie man aus dem Namen schon ein bisschen raushört, ist es eine Erweiterung für die Sprache CSS. Sozusagen CSS mit Superkräften, wie hier auch so schön steht. CSS sollte jedem von euch auch ein Begriff sein, wenn ihr mit dieser Serie anfangt. Das heißt, CSS und HTML setze ich so ein bisschen voraus, dass ihr das zumindest könnt oder schon mal gesehen habt, damit ihr überhaupt mit SCSS bzw. SASS umgehen könnt. Denn SASS baut, oder SCSS genauso, baut auf CSS auf, erweitert die Sprache ein bisschen, weil ja CSS doch relativ unschön ist, wenn man es schreiben möchte. Man kommt relativ schnell in Probleme, also das heißt, man überschreibt vielleicht einzelne Eigenschaften, was ja auch eigentlich der Sinn von CSS ist, dass man Eigenschaften überschreibt und dann hat man plötzlich wirkliche Probleme, wenn es irgendwie um die Reihenfolge geht und man kann nicht richtig schachteln und es ist einfach nicht schön zu schreiben. SCSS macht es da einem schon deutlich leichter und deutlich auch geordneter, dass man alles schön programmieren kann und nicht irgendwie verwirrt ist wegen irgendwelchen komischen Definitionen oder sonst irgendwas. Allerdings, der Browser, der kann kein SASS und der kann auch kein SCSS. Das bedeutet, man muss bei SASS und SCSS etwas installieren und damit wandelt man SCSS-Dateien in normale CSS-Style-Sheets um. Und dazu braucht man natürlich später Software, die wollen wir im nächsten Video installieren. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen, dass wir heute nur kurz eine Demo machen, was eigentlich SCSS alles kann. Wir werden kurz zum Unterschied zwischen SASS und SCSS. Ist relativ simpel, den möchte ich heute auch noch kurz erklären. Und zwar schauen wir uns dafür gleich mal unser erstes SCSS-File an, ohne jetzt irgendwas schon installiert zu haben. So könnt ihr vielleicht am ehesten rausfinden, ob das was für euch ist oder ob das vielleicht nicht so meins ist und ich lieber was anderes machen möchte. Okay, dazu habe ich natürlich ein bisschen was vorbereitet. Und zwar ist das hier echtes SCSS. Sehr, sehr simpel, sehr einfach. Aber wir sehen schon, es ist ein bisschen was Neues bei. Und zwar können wir Variablen definieren. Es ist quasi ein Preprocessor für CSS. Das heißt, wir können hier oben uns einzelne Variablen definieren, sodass wir die eben später wieder verwenden können. Und das Tolle daran ist, dass wir jetzt hier natürlich auch direkt sehen, alles in meiner ersten Farbe hat den Hexcode 333 und also in meiner Primary Color und meine Schriftarten sind Helvetica und dann irgendeine Sans Serif Schriftart. Und ja, das ist jetzt hier oben schon mal definiert. Das kann ich jetzt so oft benutzen, wie ich möchte, über dieses Dollar hier. Und dazu komme ich aber auch noch alles. Ich möchte euch jetzt nur ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen SCSS und SASS ist. Das hier ist SCSS. Und wenn ich jetzt das hier rausmache, dann haben wir plötzlich SASS. Und ist relativ simpel, den Unterschied. Also man hat in SASS zum Beispiel keine Klammern, also keine geschweiften Klammern, um irgendwas anzumarkieren. Man hat nur diese eingerückten Blöcke hier und man hat keine Semikolons. Es ist im Endeffekt, wenn ihr Python kennt, ist das hier Python-Syntax und SCSS ist Java-Syntax so ein bisschen. Allerdings muss ich sagen, hier ist die Java-Syntax für mich persönlich deutlich besser zu lesen. Deswegen werde ich in dieser Tutorial-Reihe immer SCSS schreiben und niemals SASS, außer um es euch zu demonstrieren. Und das ist schon unser erstes Stück SCSS. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz an, wie das Ganze dann genutzt werden kann. Weil das hier, das versteht kein Webbrowser, der hat keine Ahnung, was ich hier mit $Fontstack meine. Oder was ich mit $PrimaryColor meine. Und deswegen müssen wir das erst noch in CSS umwandeln. Und das machen wir in der Command Line. Ich benutze Linux, geht aber genauso auf macOS oder Windows. Alles kein Problem, zeige ich euch dann im nächsten Video, wie ihr das Ganze installieren könnt. Und ja, ist relativ simpel. Wir nutzen einfach SASS. Und ja, das Ding heißt SASS, nicht SCSS. Aber das muss euch eigentlich nicht stören, weil es wird automatisch erkannt, was es für eine Sprache ist. Oder welche der beiden Geschmacksrichtungen das Ganze ist. Und dann geben wir an, was für eine Eingabedatei wir haben wollen. Das heißt, meine Datei nennt sich style.scss. Und ich will raushaben, und das ist relativ simpel, weil ich hier schon was vordefiniert habe, eine Mini-Webseite hier, so soll das später aussehen. Und diese Website nutzt, wie wir sehen können, style.css. Das heißt, das ist die Datei, die ich raushaben möchte.
Also machen wir das hier zu und wir wollen style.css. Achtet immer auf die Endung. SCSS ist SCSS, CSS ist normales CSS. Das heißt, das hier ist die Ausgabedatei, das hier ist die Eingabedatei, die wir geschrieben haben und das macht jetzt SASS für uns. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist hier in meinem Ordner passiert? Wir haben immer noch dieses site.html, wir haben immer noch unsere style.scss, aber dazugekommen ist eine style.css.map-Datei und eine style.css-Datei. Das heißt, hier steht alles drin, was wir haben wollen. Es fügt im Endeffekt genau unseren Font-Stack so ein, wie wir ihn haben wollen und unsere Primary Color wurde auch eingefügt. Also ihr erinnert euch, hier stand $Font-Stack. Einfach eingefügt, total simpel. Es gibt natürlich noch mehr Features, dafür bräuchten wir keine eigene Sprache. Doch, bräuchten wir aber nicht nur deswegen. Sie kann schon noch mehr, keine Sorge. Und hier haben wir die Primary Color, also Hashtag oder der Hexcode 333 eingetragen. Einfach hier wieder reingetragen. Und hier unten steht jetzt noch Source Mapping URL Style.css.map. Die gucken wir uns auch noch ganz kurz an und stellen fest, ja, ist Version 3 Source Rule. Das ist eigentlich nicht so wirklich relevant für uns, aber das ist für uns so ein bisschen der Hinweis. Wir haben die Style.css eingegeben und wir haben die Style.scss eingegeben und die Style.css haben wir rausbekommen. Und wir sehen, wir können hier auch mehrere Eingabedateien reinpacken, wenn wir das wollen, aber ja, das ist Zukunftsmusik, das werden wir uns da noch angucken. Wunderbar. Und so funktioniert auch SCSS so ganz grob. Nächstes Tutorial werden wir uns ganz kurz die Installation angucken. Und dann war es das von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.